Moin moin und herzlich willkommen zur Alpha 12 von 7 Days to Die. Ich wurde eigentlich gerade von Hunden gejagt. Deswegen bin ich noch ein bisschen angespannt. Ja, wir haben den sechsten Tag. Und somit die Hundehorde, die mich auch erst netterweise verfolgt hat. Ich glaube, ich habe die aber relativ entspannt, muss ich ja ehrlich gesagt sagen, abgehängt. Und jetzt habe ich hier, genau, ein paar andere. Aber die sind ja nicht ganz so schlimm wie die Hundehorde. Deswegen machen wir hier einen kleinen Bogen. Und ja, was habe ich heute in dieser Folge vor? Und zwar gucke ich erstmal, dass die Hunde auch wirklich nicht mehr da sind. Und ja, die Hütte muss ein bisschen verbessert werden. Die Treppen müssen da weg. Denn der sechste Tag sagt uns, die Horde ist nicht mehr weit. Ich meine, die erste Horde ist ja bekanntlich nicht so tragisch. Dennoch glaube ich, bei meinem Equipment aktuell könnte das zu Problemen kommen. Aber wir schauen mal. Ist ja nicht mehr lange hin. Die Hundehorde scheint weg zu sein. Ja. Ja, mit Spikes oder so werde ich das wohl nicht mehr packen hier. Deswegen kümmern wir uns erstmal um das Hauptsächliche. Und hauen die Sachen hier weg. Also ich guck nochmal. Ja, undetected schon. Sehr gut. Ich wurde ja hier in der letzten Folge zum Ende überrascht von der Hundehorde, die mich ja, wie eben mitbekommen, nicht mehr erwischt hat. Was ich sehr gut finde. So, dann können wir uns nämlich darauf konzentrieren, dass die wirkliche Horde mir nicht so auf den Keks geht. Ich nehme mal den hier sicherheitshalber auch noch weg. Denn falls hier unten ein Zombie stirbt und er hinterlässt irgendwie seine Leiche, dann hätten die ja quasi schon wieder hier so ein ja wieder so ein Block, um höher zu kommen. Deswegen nehme ich den sicherheitshalber auch noch weg. Aber meine Ausdauer lässt natürlich bei der Infektion zu wünschen übrig. Aber wenigstens habe ich kaum noch Essens- und Trinkensorgen. Das ist ja schon mal wenigstens was. Ja, ist leider auch sehr mühselig hier. Alles gut. Keiner in der Nähe, kein Bär. Wobei Bären bisher eher eine Hilfe waren. Die kämpfen ja bekanntlich auch mit den Zombies. Cool wäre, wenn man die irgendwie hier anketten könnte. Wenn man hier vorne an den Baum so einen Bären anbinden könnte, das wäre doch echt cool. Aber vielleicht kommt sowas ja noch. Wir haben auch schon wieder 12 Uhr. Also ich habe auch echt keine Zeit. Es sind ja quasi noch genau in-game 12 Stunden. Und dann ist die Horde auch pünktlich da. Fast der Hammerbeil draufgegangen. Wobei, der hat eine Quality. Meine Stimme, ey, unglaublich, von 1. Ich glaube, den könnte ich sonst auch mal zerstören und nochmal einen neuen probieren. Ja, was ich schade finde an der Alpha 12 ist, dass man an einblöckigen Dingen nicht mehr vorbeikommt. Also sprich, wenn ich jetzt hier ein Frame wegnehme, komme ich nicht mehr durch. Es geht einfach nicht mehr. Es ist sehr schade. Aber auch nicht zu ändern. Ich höre da schon wieder was. Das hört sich auch nach mehr an. Als nur ein Zombie. Mich nach unten dann.
Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Aber die haben mich nicht entdeckt. Hä? Ah, die suchen mich. Shit. Ich gehe mal hier hoch. Undetected sensed. Hilft nichts, ich muss weitermachen. Ansonsten kriege ich ein Problem. Heute Nacht. Also, aktuell ist die Situation, dass sie ja über die Treppe nicht mehr reinkommen. Also über die Außentreppe. Somit habe ich nur noch, aktuell zumindest, die Baustelle hier drin. Die werden wir auch lösen. Denn die Treppe kommt hier auch noch weg. Das hilft halt nichts. Ich überlege gerade. Ja, okay. Ich fange erstmal mit der unteren an. Ich habe gerade überlegt, ob ich statt. Oh, das findet er nicht witzig. Haut er gegen Stein, der Spast? Und ich dachte, ich bin ihnen entkommen, ne? So viel dazu. Die Frage ist, wie lange darf ich nichts machen, dass die abhauen? Immer noch sensed. So, warte mal, hatte ich nicht mehr Frames? Oh, die Hunde, ey. Ich glaube, ich bin ein bisschen erkältet. Denn. Oh, das hört sich nicht gut an. Das sieht nicht gut aus, ja. Dass die Hundehorde hier schon so einen Alarm macht. Na? Was ist das? Undetected. Aber hier sind immer noch welche in der Nähe, das hört man ja an den Schritten. Ich bin gespannt.
wie man möglicherweise an meiner angespannten Stimme hören kann. Die Schritte sind auf jeden Fall schon mal nervig. Oh Mann, ich hätte echt gerne die Treppe hier weg gehabt. Aber die drehen dann durch, wenn ich das mache. Schön wieder hechelt, ne? Das kriegen die auch in 0, nix weggekloppt. Das nervt mich. Aber ich mach das nochmal anders, glaube ich. Weil da werden die ja auf jeden Fall reinkommen. Das wird ja nicht so ein Akt. Deswegen setze ich hier nochmal eine Mauer. Und dann nehme ich die Leiter oben nochmal weg. Stahltür kann ich ja nicht machen. Ich meine, sind wir uns einig, das Ding kloppen die hier weg? Das dürfte ja nicht so ein Akt sein. So, verstärke ich die? Mache ich mir die Mühe? Macht Sinn eigentlich. Alles Zeit, ne? Meine, ich bin nicht mehr sensed, ey. Die beiden lasse ich mal. Die Stühle lasse ich hier. Und hier setze ich nochmal zwei Frames hin. Also wirklicher Schutz ist was anderes, ich weiß. Nur wenn ich habe ja nicht meine Axt, ja. Also das heißt, ich haue ja die Treppe auch wieder Ewigkeiten kaputt. Bis dahin haben dann die Hunde mich natürlich wieder. Ja, die hier brav in der Nähe bleiben. Vielen Dank. Und ja, die verstärke ich auch nochmal. Zum Glück haben wir noch kein Holzproblem. Und Essen und Trinken auch nicht. Das ist auch gut. Das packe ich hier mal runter. So, aber wir haben auch keine Pfeile mehr. Also mit den 131 muss ich irgendwie auskommen. Und der Bogen macht ja keinen Schaden mehr. Also kein Headshot-Schaden, Entschuldigung. So, dann würde ich. Macht das Sinn? Die unteren. Ja, den kommen die nicht ganz so schnell raus. Haben die auf jeden Fall ein bisschen zu tun hier drin. Und ich glaube, trotz der Bienen werde ich nochmal. Das ist immer eins verstärkt. Also ich komme ja nicht mehr durch ein Loch durch. Das würde mir reichen. Und ich glaube, trotz der Bienen werde ich. Ja. Werde ich das Bett oben raufpacken. Das Haus ist mir nicht sicher genug. So, Essen haben wir da. Ansonsten nichts weiter. Das packen wir erstmal hier hin. Wundere mich, woran jetzt sich die Zombies gerade verletzen. Bären höre ich nicht. Ja, hau ab. Nerv nicht. Oh, bellt er schon wieder. Und ich bin sensed, natürlich. Joa. Ich bin mal gespannt, was das hier wird. Ich mache mir jetzt nochmal eine Stone Axt. Ich werde auf jeden Fall bevor die Horde kommt, nochmal eine
eine Aufnahmepause machen. Weil ich glaube, der Hordenkampf wird lang genug dauern. Hier, Quality 69, das ist doch top. Bisschen, also top. Es ist besser, sagen wir mal so. So, damit 400 der Schaden. Ja, alles klar. So, die packen wir hoch. Die packen wir dann mal hier rein. Und schauen mal, was hier die Zombies machen. So, es ist 19 Uhr. Ich würde sagen, das ist doch eine perfekte Zeit, um nochmal eine Pause einzulegen. Und wir sehen uns in der 10. Folge wieder. Und da auf jeden Fall mit der Horde und offensichtlich mit den Hunden, die hier so rumlaufen. Also, schaltet wieder rein, schreibt in die Kommentare, was ihr meint, ob ich schaffe oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Also, bis dann, ciao.